Laptop, Tablet und Smartphone gehören für Millionen Arbeitnehmer zum Alltag und sie produzieren eine Flut von digitalen Daten, die sich heimlich überwachen lassen. Aber die obersten Arbeitsrichter haben ja gerade entschieden, dass Vorgesetzte keine Softwareprogramme zur Überwachung ihrer Mitarbeiter an dienstlichen Computern einsetzen dürfen. Verdecktes Ausspionieren von Mitarbeitern sei ein massiver Eingriff in die Persönlichkeitsrechte, klar. Aber manche Chefs tun es eben doch. Buchstabe für Buchstabe, haargenau protokolliert. Alle Tastatureingaben eines Mitarbeiters werden gespeichert und so plötzlich sichtbar. Ein sogenannter Keylogger macht's möglich. Auf dem Dienst-PC dieses Programmierers wurde so eine Späh-Software installiert. Die Daten, die der Keylogger lieferte, nutzte sein Arbeitgeber, um ihm zu kündigen. Das Bundesarbeitsgericht urteilte, diese Überwachung war unverhältnismäßig. Eine Grundsatzentscheidung für den Datenschutz. Ein solcher Eingriff ist eben nur gerechtfertigt, wenn ich konkrete Anhaltspunkte einer schweren Pflichtverletzung oder einer Straftat habe. Von außen betrachtet können Chefs nur schwer erkennen, ob gearbeitet oder privat gesurft wird. Das weiß auch Arbeitsrechtlerin Nathalie Obertür, aber es gäbe klare Grenzen bei der Überwachung von Mitarbeitern. Die Mitarbeiter haben ja das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das heißt, man darf in deren Privatsphäre nicht weiter eingreifen, als es tatsächlich nötig ist. Das heißt, man muss sich immer anschauen, welche Zwecke verfolgt der Arbeitgeber. Will er nur überprüfen, ob das Verbot der Privatnutzung eingehalten ist, dann darf er stichprobenartige Prüfungen machen, ob das so ist. Wenn er konkrete Verdachtsmomente hat, darf er tiefer eingreifen. Das elektronische Ausspähen von Arbeitnehmern sei ein weit verbreitetes Phänomen, beklagen Datenschützer. Beschwerden hätten bundesweit zugenommen. Mitarbeiter, Spionage per GPS und der Chef kann mitfahren oder die Telefonleitung überwachen oder Videoüberwachung nutzen. Und wenn es keine leichteren, einfacheren, weniger belastenden Eingriffe geht, dann ist auch heimliche Überwachung zulässig. Dann kann auch ein solcher Keylogger mal zulässig sein, wenn es gar keine andere Möglichkeit gibt. Einfach so aus dem Internet kopiert. Ein Keylogger für jedermann. Ralf Friedrichs demonstriert, wie einfach es ist, an die Späh-Software zu gelangen und damit an persönliche Passwörter und PINs, die aufgezeichnet werden, ohne dass das der User merkt. Ich merke das meistens, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas läuft hier langsamer oder der Mauszeiger bewegt sich vielleicht irgendwie so ruckartig langsam. Das ist oftmals ein Indiz dafür, dass vielleicht im Hintergrund einer mitguckt und dieser Mauszeiger nochmal übertragen wird. Ja? Aber ein echter Profi, der kann so überwachen, dass ich das überhaupt nicht mitbekomme. E-Mails mitlesen und den Arbeitsplatz heimlich überwachen. Die Möglichkeiten zur Kontrolle sind riesig. Neugierige Chefs bewegen sich dabei häufig auf einem schmalen Grat zwischen Recht und Unrecht.